Gehst du jetzt? Wehe, du springst irgendwen an und bringst ihn um. Ich schwör dir bei Gott, echt. Ich schwör dir bei Seven. Ich schick Hilfe. Ernsthaft, jeder entscheidet sich für Mia. Mia ist so eine Dreckige. Also sagen wir mal so, eigentlich hätte ich Mia genommen. Also wenn ich an seiner Stelle wäre, hätte ich Mia genommen. Aber da ich nicht Ethan bin und auch nicht an seiner Stelle bin, kann ich ja wohl die nehmen, die mir sympathischer ist. Ja, Jesus und so, weißt du? Danke. Ich kann nicht glauben, dass du mich gewählt hast. Ich auch nicht. Mir nützt in ihrem Zustand kleinere niemand. Brüste. Aber wir kommen hier vielleicht in einem Stück raus. Hast wohl recht. Ich will wissen, was hier vor sich geht. Angefangen mit Mia. Mia, ich kann mit ihren Evelyn Charakter nicht. Wo hat das was angefangen? Hat sie getan? Evelyn. Das Mädchen. Ich wusste, dass Mia etwas verbirgt. Das Boot, mit dem Mia und Evelyn herkamen. Danke für den Follow. Das Boot? Das Damit Boot, das ist eine halbe Titanic. Gehen wir nachschauen. Ich gehe nicht dahin zurück. Ich muss wissen, was Mia hier gemacht hat. Was zur Hölle war das? Das war sie. Evelyn will nicht, dass wir gehen. Nein, nein, Evie, bitte. Zoe? Zoe? Zoe! Was zum Teufel? Ja, eigentlich ist er selbst infiziert. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Mami. Hier lang. Also, mich wäre es halt logisch gewesen, dass er Zoe rausbringt und er bei Mia bleibt. Vor allem wieso Zoe? Zoe hatte doch überhaupt keinen Anfall bis jetzt. Fang besser an zu laufen. Wie fang besser an zu laufen? Was? Errungenschaft? Was? Ich spring ins Wasser. Klar. Tschüss, Ethan. Ich bin aber ein hässlicher Ethan. Also nur so, wenn ich Mia gespielt hätte, hätte ich mich auch für Zoe entschieden. Kannst du da hoch? Danke. Wieso habe ich nicht so eine coole Uhr? Ich habe eine seltsame Flasche. Okay. Wie jeder diese komischen Taschenlampen dabei hat. Kannst du sie jetzt trotzdem? Nein, kannst du nicht. Okay. Was war das? Du bist psychotisch. Und psychisch gestört. Ja, das Alter kommt irgendwann. Hallo, der Alvin. Aber ich habe es auch 3 Wochen nicht mehr gespielt. Das war... Tschüss, Menschen. Ethan?
weiß nicht, eigentlich dachte ich auch, dass es so wird, dass Zoe eher dann abhaut und die anderen beiden da bleiben. Deswegen hat es mich gewundert, dass ich mich nicht selbst wählen konnte. Hi! Na? Kriege ich jetzt eine Waffe und dann kommen wieder Monster? Wirklich? Oh Gott. Danke für den Follow, Battle Fox. Kann ich den Schublade aufmachen? Lukas? Das war doch Lukas. Das war zumindest die Stimme. Oh. Das sieht so auffällig aus. Vielleicht gehörte das der Crew. Du hättest das schon sagen dürfen, Mia. Ja, die Schublade schreit. Danke für den Follow. Wieso kann man nicht Mia spielen? Ich mag Ethan nicht. Ich mag Mia auch nicht sonderlich. Aber Ethan kann ich noch weniger leiden. Oh nee, jetzt, oder? Kein Labyrinth, danke. Schlaf gut, Sam. Crewliste. Captain Ed Carlyle. Chefingenieur Paul Fitzgerald. Erster Offizier Giovanni Finetti. Zweiter Offizier Clark C. Walsh. Mechaniker Dwayne Chalmers. Keine Ahnung. Kommunikationstechniker Jim Stockman. Und Arzt Gerald Waddle. Keine Ahnung. Dann hat es wahrscheinlich einfach nur den gleichen Synchronsprecher gegeben. Einfach weil günstiger oder so. Oh mein Gott. Hi. Er muss sich vor etwas versteckt haben. She's not my child. Okay. Das ist gut zu wissen. Du hättest vielleicht noch hinschreiben sollen, wer du bist. Nee, das sowieso nicht. Also. Hi. Na? Geht's dir nicht gut? Musst du kotzen? Ja, kann ich verstehen. So war das zum Kotzen hier. Was? She's inside me. She's inside everyone. Schlampe. Nee, der... Oh, Mia, ich komme. Oh, Mia. Ich rette dich. So ein Langweiler, so ein... Ich weiß nicht. Ich mag ihn nicht. LNG-Tanker Annabelle. Gebaut 1987. Tragfähigkeit 71.000 was... DW-Tonnen? Keine Ahnung. Länge 289 Meter. Ich würde so gern da runterspringen. Ich kann nicht, okay. Hallo, Evelyn. Erinnerst du dich? Nee. Was bist du? Kann ich bitte zu meiner kleinen, süßen... Egal. Ja, ich bin Mia. Also, das hat man auch gesehen. Also, deswegen kann man das ruhig schreiben. Hab ich ja selbst gesehen. Tote Gewichttonnen, okay, klar. Tote Gewichttonnen.
natürlich kann man Frauen zufriedenstellen. Es ist halt nur schwer. Hallo, du? Du, da, wieso hältst du dich da so fest? Schau, so macht man das. Da, ich habe Eierstöcke. Du hast gesagt, wir können eine Familie sein. Sind wir doch auch. Wovon redest du da? Du hast gesagt! Warte! Tür knallen, los. Gesagt. Knallen. Du musst die Tür knallen. Du bist einfach keine Diva. Hallo? Na? Gehst du? Danke. Ich weiß gar nicht, wie soll ich erstmal zu ihr gehen? Au! Hallo? Was ist das für eine scheiß Tür? Och nö, jetzt. Kann man da vielleicht die Flasche reintun? Ich kann nicht. Nicht gewonnen. Danke für den Follow, CBDus Morty. Also da muss ich Nico wirklich recht geben. Hausarrest finden Kinder heutzutage, glaube ich, eher cool. Yay, nur noch zocken. Ich muss nicht mehr raus an die frische Luft. Das ist aber schön. Jetzt verstehe ich auch, warum die Türen zugehen. Hi. Kriege ich eine Waffe, bitte? So eine Waffe wäre wirklich uncool. Also cool. Ja, wirklich. Also, so die richtige Strafe ist eigentlich... Kind, du musst jetzt spazieren gehen. Du musst jetzt an die frische Luft. Okay, wir machen jetzt... Genau. Weil vielleicht brauche ich das ja. Sieht eh nicht aus. Du hast mich gar nicht gesehen, ne? Bekomme ich bitte eine Waffe? Das ist ja schlimm hier. Warte mal. Ja, das ist schön. Danke. Tschüss. Nee, ich habe keine Waffe. Hier, ich habe eine seltsame Flasche. Ich habe meine erste Hilfe Nazai, ja. Und ich habe eine Mehrzwecksicherung. Hi, Stinky, da draußen, da hinten. Wenn ich die jetzt da reintue. Ich weiß nicht, ob ich das schon will. Nee, ich will das noch nicht, glaube ich. Ich glaube, da hinten hätte ich eine Waffe gekriegt. Ich muss da jetzt das kurz mal... Nee, doch nicht. Schätze, ich komme jetzt. Nee, schlimmer ist trotzdem vor die Tür. Frische Luft. Das kennen Kinder heutzutage nicht mehr. Das ist wahrscheinlich so ein Safety Room wieder.
Ich habe keine Waffe, du musst nett zu mir sein, Kleines. Oh. Das klingt nicht schön hier. Also eigentlich mag ich diese Schiffgeräusche, aber... Hallo, Kleines! Na? Hi! Sieh's dir an. Was denn? Was? Warum? Das ist voll süß. Du musst dich erinnern. Dann können wir eine Familie sein. Die sieht ein bisschen aus wie Zoe. Von den Augen her. Die funktioniert noch. Alter. Du bist voll creepy. Rückspulen nicht vergessen. Alan, dein Zustand wird schlimmer. Sie muss mich beim Angriff infiziert haben. Und es ist schon zu weit fortgeschritten. Bist du Daddy? Aber das geschieht mir recht. Du bist nicht Daddy. Sie ist wegen mir entkommen. Ja. Du hast die Uhr. Das ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Dich hat sie nicht angegriffen? Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier. Nimm das. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Bring's in Ordnung. Okay, Evie. Wo bist du? Achso. Ich habe auf eine Antwort gewartet. Was war das? Okay, Abteilung für Spezialeinsätze. Leiter Alan Droney und Fürsorgerin Mia Winters. Aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko nahe, dass Evelyn, sollten sie an ihrem gegenwärtigen Ort verbleiben, von unseren Gegnern gestohlen wird. Ihre Befehle lauten deshalb, Evelyn zur sicheren Verwahrung bis auf Weiteres zu unserer mittelamerikanischen Zweigstelle zu transferieren. F. Während des Transports sind folgende Anweisungen zu befolgen. Verhalten Sie sich stets wie die Eltern von Evelyn, um Verdächtigungen zu vermeiden. Kontrollieren Sie Evelyns Zustand mit dem bereitgestellten Genomkodex. Sollte die Mission irreversibel scheitern, ist Evelyn zu beseitigen. Habe ich gerade echt Muni gekriegt? Ich hab ein Maschinengewehr. Ich bin glücklich. Hab ich die Karte? Ja. Okay, das ist einfach nur so ein Rundklang. Warte mal. Ich geh erstmal da. Was? Hinaufklettern? Wo? Okay. Siehst du denn? Kann ich wieder zurück? Just asking. Danke. Heißt auf Deutsch, ich bin da richtig. Ich möchte da aber gar nicht, noch nicht richtig sein. Ich
möchte vielleicht lieber gucken, ob ich noch was haben kann. Hab ich nicht. Ich weiß nicht, also, was ich allein schon kacke finde, ist, dass sie ihrem eigenen Ehemann nichts sagt. Also, ich weiß ja nicht. Ich mag sie nicht. Aber, also, als Spielfigur ist sie cool, aber als Ehefrau hat sie irgendwie Scheiße gebaut. Zumindest von meinem Empfinden. Ich sollte mich erst auf diesem Deck umschauen. Natürlich mir. Wie du möchtest. Ja, ist mein First Run. Schätzchen, Mutti ist da. Ich habe auch Pillen dabei. Die sind gerade nacheinander zugegangen. Das war irritierend. Fähren sie... Oh Gott. Also das erinnert mich jetzt wirklich irgendwie so an die Outlast-Action. Hier komme ich raus. Ah, hier bin ich. Nee, warte mal. Hier, danke. Oh, diese Tür. Nee, ich meine davor. Also, dass sie so eine Arbeit macht, meine ich. Dass sie sich da mal melden würde oder so. Sie übergibt sich. Verdammt, muss ihn zurücksetzen. Ich habe gerade Anal gelesen. Wie geht's voran? Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Oh, großartig. Wir werden viel mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn es so weitergeht. Okay. Wir müssen sie finden, und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand. Dem stimme ich zu. Was? Da hat jemand angeklopft. Habe ich mich jetzt hier genug umgesehen? Darf ich jetzt Aufzug fahren? Hier durch. Wow. Okay, es war nicht dadurch. Ich mach die Tür zu. Entschuldigung für die Störung. Ja. Richtig. Dass die Leute auch immer da reingehen müssen. Okay, jeder würde da reingehen. Evelyn! Babe! Ich hab dich lieb, auch wenn du ein böses Mädchen bist. Jetzt komm schon! Oh, wie klar das einfach war. Irgendwie kann man damit nicht zielen. Bist du tot? Danke.